Hallo, Lisa. Jede Nacht träume ich von Hollywood und wach hier auf. Tut mir leid, dass du den Dreh verpasst hast. Ist nicht dein Fehler. Ich hätte darauf bestehen sollen, nicht zu springen. Hauptsache, wir sind beide sicher. Du hast mich gerettet. Ich verdanke dir mein Leben. Was wir jetzt brauchen, ist eine Art Plan. Okay, ich finde Riley und unsere Freunde. Du bleibst hier und hilfst Daisy mit dem Boot. Wir hätten die Flucht fast nicht überlebt. Hey, keine Sorge. Ich mach das schon. Ist einfach schön, die hat ja jetzt so einen Massenmörder vor sich. Aber ist ja egal. Das passt schon von der Beziehung her, von den beiden. Da wird sich nichts ändern, die werden sich auch weiterhin mögen und wir werden mal kurz unsere Fähigkeiten überprüfen. Takedowns auf große Distanz und Beweglichkeit. Aha. Was? Hüftschütze. Nein. 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 Brauchen wir alles nicht. Die Sachen hier sind... Beende mehr Missionen, okay. Dann lassen wir das erstmal so. Mich interessieren die Sachen jetzt ehrlich gesagt noch nicht ganz so doll. Das hier könnten wir mal machen. Das finde ich okay. Schaden durch Explosion verhindern. Kann sehr, sehr... Kann sehr schön sein. Schneller schwimmen. Sprintnachladung. Wir machen Sprintnachladung und dass wir schneller schwimmen können, finde ich beides sehr attraktiv. Und später kümmern wir uns dann noch um die anderen Sachen. Guck mal kurz, ob wir uns vielleicht kurz nochmal eine neue Medizin herstellen können. Oh, es gibt neue Medizin. Erforschung. Bei der Erforschung der Welt. Aha, Tiefseetaucher. Dieses Serum verbessert die Effizienz des Atemsystems und ermöglicht es, die Luft anzuhalten, solange das Serum aktiv ist. Roar. 40 Sekunden braucht, kann man also jetzt unter Wasser bleiben und noch länger, denn hier steht ja, dass man danach eben, erstmal 40 Sekunden keine Luft bekommt, aber ich schätze mal, es wird draufgerechnet auf die Zeit, die man davor auch schon Luft nicht brauchte. Grünes Blatt, okay, blaues Blatt, grünes Blatt haben wir beides dabei, aber wir können es gerade nicht herstellen, weil unsere Spritzentasche natürlich viel zu klein ist. Wir brauchen dafür ein Schweinsleder. Und das holen wir uns demnächst dann auch mal. Ich würde sagen, das mache ich dann offscreen. Genauso wie das hier, das holen wir uns auch dann mal. Und das hier. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich das so als so eine Art Bonusfolge an einem Tag, wo wir dann einfach nur mal jagen gehen. Und ich denke, das kann man ganz gut machen. Wir machen hier quasi im Let's Play das Normale, dass wir die ganzen verschiedenen Posten einnehmen, die Radarstationen entstören und so weiter, aber die Jagdsachen machen wir dann lieber mal in Bonusfolgen, damit das Ganze nicht zu langweilig wird, weil Jagen ist so eine Sache hier irgendwie, ich weiß, kann man machen, aber muss man nicht. So, unser Tattoo wächst, oder Tattoo, wie die Leute hier sagen. Ich würde jetzt ganz gerne mal, wir kamen hier, Daisy Lee. Die Freundin deines toten Bruders Grant. Daisy Lee ist in Maine aufgewachsen, bevor sie in Los Angeles zur Schule ging. Sie ist Profischwimmerin, fragt sich nur, ob ihr das hilft, lebend von der Insel zu kommen. Das frage ich mich auch, allerdings ist mir das gerade ziemlich egal. Raus hier, lädt. Lädt, lädt, lädt. Wir gucken mal, was wir jetzt am besten anstellen. Ich würde nämlich sagen, neue Anleitung, Brandpfeile. Könnte man mal überlegen. Wir werden jetzt erstmal, da hier ein Schnellreisepunkt ist, das ausnutzen und uns an diesen Punkt hier teleportieren. Möchte ich gerne. Denn wir können an diesem Punkt unsere ganzen Sachen mal verkaufen. Und den Anruf von Dennis entgegennehmen. Ich hab oft versucht, dich zu erreichen. Was ist passiert? Ich war auf Schnellreise. Ich konnte mit Lisa fliegen, aber er hat die anderen noch. Ich bin nicht stark genug, um sie zu befreien. Du brauchst mehr Kraft im Kampf gegen was? Hi,
Ich kann dir diese Stärke nicht geben. Aber es gibt jemanden, der das kann. Citra, du bist bereit. Du musst zu ihr gehen. Wer ist sie? Citra ist die Anführerin unseres Volkes. Sie kann dich zum Zentrum führen. Sie wird deine wahre Kraft entdecken. Ihr Tempel ist im Dschungel. Was möchtest du, Ich treffe dich am Tor. Also gut. Alles klar. Ja gut, dann sind wir ja schon an der richtigen Stelle angelangt. Wir kaufen uns kurz ein bisschen Inventar auffüllen, würde ich kurz sagen hier. Ja, machen wir mal kurz alles ein bisschen voller. Wir kaufen uns jetzt eine neue Waffe. Ich bin die so leid, diese blöde. Gibt's hier denn keine normale Waffe? Dschungeltagebuch, okay. Nein, die Clarion. Ist sie doch, oder? Ah, nee, Ballpapp? Ach, egal. Frankreich kann über... Ja, schön. Ich hätte gern was mit Präzision. Viel Reichweite und Präzision. Also nicht sowas hier. Sturmgewehre. Vielleicht dann doch lieber ein Scharfschützengewehr? Ich weiß es nicht genau. Die Predator ist jetzt nicht so der Burner, oder? Vielleicht das hier? Halbautomatisches Scharfschützengewehr. Das würde ich eigentlich schon ganz gerne nehmen. Verfügbar. Nehmen wir mal mit. Und dazu würde ich sagen, nehmen wir uns noch ein Sturmgewehr mit. Das Ding hier ist verfügbar, die anderen beiden müssten wir kaufen. Und ich muss sagen, mir gefällt Beweglichkeit, Reichweite, Schaden. Mir gefällt das hier doch eindeutig besser. Denn hier ist die Reichweite ein klein wenig besser und der Schaden höher. Probieren wir einfach mal das Ding hier aus, würde ich sagen. Okay, wir können hierfür, genau, da möchte ich gerne die Schrotflinte für anpassen. Und, aha, wir haben noch 108 Zeug übrig. Allerdings können wir noch kurz verkaufen, würde ich sagen. Schnellverkauf. Wie? Nur 5 Sachen, oder wie? Wie teuer kann man denn hier das... 5. Soll das jetzt ein Witz sein? Wie teuer ist denn 35? Wir haben kaum Geld. Jetzt wollte ich mir mal ein Visier dafür kaufen und... Ach, toll. Bin ich da nur reingeraten? Da vorne geht's weiter. Begeben wir uns einfach auf die nächste Mission. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch die nächste und dann gucke ich mal. Molotow, die Brandgranate des armen Mannes. Molotow-Cocktails sind fies, billig und effektiv. Dieses Feuer in der Flasche kann aus allen brennbaren Flüssigkeiten einer Glasflasche und einem Stück Stoff hergestellt werden. Wenn man bedenkt, wie viel die Inselbewohner trinken, ist es kein Wunder, dass es alle nötigen Rohstoffe im Überfluss gibt. Na, bis auf das Trinken, ne? C4. Warum? Wenn du etwas sprengen willst oder eine Brustvergrößerungs-OP durchführen willst, Spiel, du bist so los, ist das gute alte Plastiksprengstoff C4 immer eine gute Wahl. Nehmen Sie uns! Annäherungsmine. Proximity Mine. Diese Minen verfügen über Bewegungssensoren, statt sich auf Stolperdrähte zu verlassen. Punkt. Klingt nach dem Garagenöffner meiner Ex-Frau. Spiel! Hey, da kommt mir eine Idee. Gott, dieser Humor! MS-16. Das lese ich noch kurz vor, weil wir das jetzt gerade bekommen haben. Das MS-16 ist die aktualisierte Version eines amerikanischen Sturmgewehrs, das bereits im Vietnamkrieg eingesetzt wurde. Heute werden solche Waffen vor allem von Spezialeinheiten und SWAT-Teams eingesetzt. Das ist eine Spezialeinheit, die unbedingt ihr Budget ausschöpfen müssen. Müssen, nicht wollen! Die MS-16 auf der Insel wurden per Post bestellt. Yay, die Post. War mal rechtzeitig da. Hey, nicht alle Waffen auf Rook Island haben eine dreieckige Vergangenheit. Verklag mich doch. Tu ich auch. Direkt, wenn ich wieder da bin, wo ich hergekommen bin. Oh. So, M. Guck mal kurz, wo wir jetzt hin müssen. Was? So weit weg? Das ist ja schon ein Stück, ne? Ich würde sogar sagen, dass wir dann vorher diesen Funkturm hier unten noch mitnehmen. Also, wir fahren über die Brücke, folgen eine Straße, halten uns links und dann die nächste Brücke rechts. Das habe ich gerade schon wieder alles... Nein, jetzt nicht wirklich hier, oder? Ich muss ja jetzt nicht das Auto da nehmen. Kann ich nicht ein Boot nehmen bis da irgendwie? Wo bin ich denn gerade da? Ich nehme das Kackauto. Fertig. Nicht kaputt machen. Ist ein
kleiner Depp bist du? Also, hier geradeaus über die Brücke. Über die nächste Brücke links halten und dann rechts. Okay, gut. Versuche ich mal. Und dann gucken wir weiter auf der Karte. Ein Navi wäre hier noch nicht schlecht, dass man einfach sagt, hier abbiegen. Sowas, was man auch in anderen Spielen hat, teilweise. Mir fällt gerade kein Beispiel ein, das ist ein bisschen blöd. GTA. Bei GTA hat man das zum Beispiel. So, jetzt links halten und dann die nächste Brücke rechts. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf hatte, hab immer noch... Auf jeden Fall werden wir jetzt noch die Mission oder die nächste spielen. Irgendwie sowas werde ich gleich mal spontan entscheiden. Und dann begebe ich mich auf Jagd. Denn so langsam wird es schon hilfreich, einfach das Inventar größer zu haben, mehr Munition mit sich führen zu können und ja, ne? Achso, das ist eine Prüfung der Rakiat. Die werden wir jetzt erstmal nicht machen, da kümmern wir uns auch später noch drum. Die Sachen scheinen mir auch so ein bisschen zu sein wie, wie heißen die nochmal? Die Amokläufe in GTA, wo man tatsächlich, fahren wir mal rechts runter. Ist die Karte hier eigentlich zuverlässig mit diesen Abgrenzungen? Ich weiß es nicht genau. Fahren wir rechts und folgen der Straße einfach. Nein, nicht gegen den Mast. Sehr schön. Genau, die Amokläufe wollte ich gerade sagen. Dass man eben nie wirklich fertig ist mit dem ganzen Zeug, aber die immer wieder machen kann, um seine Statistiken zu verbessern. Irgendwie sowas wird das wohl sein. Schätze ich einfach mal. Ansonsten werden wir ja noch sehen, ob ich mich irre und wie stark ich mich irre. Wenn wir mal so ein bisschen davon gemacht haben. Hier links fängt jetzt ein neues Gebiet an. So, wir haben beide mitgenommen. Ein bisschen XP auch gefarmt dadurch. Finde ich ganz gut. Oh, hier scheint so eine Art kleine Stadt zu sein. Allerdings würde ich gerne hier links. Dann versuchen wir hier irgendwie auf den Funkturm zu kommen. Ich würde nämlich gerne das Gebiet hier mal erkundet haben. Vielleicht können wir ja gleich auch mal die neue Waffe ausprobieren, auch wenn ich da jetzt... nicht runterfallen. Auch wenn ich da jetzt nicht besonders scharf drauf bin, weil, ne, Kämpfe verlaufen ja nicht immer so prickelnd, wenn ich die veranstalte. Hat man ja leider in der Vergangenheit auch ein paar Mal gesehen. Ja, wenn ich dabei rede, dann ist mein Kampfstil nicht der beste. Es tut mir auch ein bisschen leid, aber... Naja, irgendwie versuche ich ja beides auf einmal zu machen und... Vielleicht bessert sich ja noch, ne? Ist ja auch alles Übung. Ja, sehr schön. Hier sind wir jetzt direkt neben dem Loch. Neben dem Zaunloch. Ach ja, eh. Ich vergesse das immer. Ich drücke mal F, deswegen habe ich auch eben das Auto verprügelt. Ah, das ist doch mal ein schöneres Visier schon. Gefällt mir gut. Erkunde die Insel oder sprich mit Citra, um ein neues Missionsziel zu bekommen. Okay, gut. Wir kriegen also jetzt gesagt, dass wir mit Citra weitermachen müssen. Und quasi mit unserem alten Dorf. Wo geht's hier weiter hoch? An dem Seil. Oder hier hoch. Abgeschlossen haben. Also in der Stadt werden wir jetzt wohl weniger sein die nächste Zeit. Schätze ich mal. Ich, weiß es aber nicht. Weil ich das Spiel, wie gesagt, blind spiele. Ich habe keine Ahnung, was hier noch passieren wird. Bin selber gespannt. Obwohl ich die Story jetzt nicht... Also die Story geht. Sie ist nicht besonders gut. Sie ist aber auch nicht besonders schlecht. Es macht einfach Spaß, die Insel zu erkunden, aber so ähnlich war das ja auch schon bei Far Cry 1. Kann man jetzt auch nicht wirklich sagen, dass die Story da weltbewegend war und das Spiel quasi geleitet hat. Ich habe es nicht wegen der Story gespielt damals, muss ich ganz ehrlich sagen. Eher auch, weil das Spiel einfach eine ziemlich gute Grafik hatte für damals und dafür auch wirklich gut Spaß gemacht hat. Es war echt ein tolles Spiel. Far Cry 1, ja. Lange ist es her. Und ich spiele es heute immer noch gerne. Auch wenn es wirklich, wirklich schwer ist. Und dieses Spiel hier kommt tatsächlich auch so ein bisschen an Far Cry dran, finde ich. An Far Cry 1. Von der Schwierigkeit her schafft das schon ganz gut. Und wir entstören hier den Turm. Mit ein paar leichten Handgriffen. Und können gleich wieder Assassin's Creed-like den Turm runterspringen. Nachdem wir ja einmal die Insel rundherum durchblickt haben und das ist wirklich... Das ist doch die gleiche Engine von Assassin's Creed, oder? Ist das quasi gleiche Grafik? Weiß ich nicht. Irgendwie finde ich schon. So ein bisschen ähnlich. Wir benutzen mal hier die Seilrutsche.
4 von 18 Funktürmen, okay. Jetzt gerade ist im Shop PKM. Oh, cool. Die PKM würde ich gerne haben. Erinnert mich so an... Battlefield. Battlefield 2, da habe ich die PKM immer sehr gerne benutzt. Ah, sehr schön. Wir haben jetzt einen neuen Teil der Karte aufgedeckt. Theoretisch könnte man auch einfach mal in einem Schwung alle Funktürme aktivieren. Oder entstören. Viel eher. Damit man die ganze Karte einfach mal aufgedeckt hat, könnte einem einen leichten Vorteil bringen. Wir könnten mal versuchen, das hier auszuprobieren, unser Gewehr, indem wir einfach mal... Moment, gab es ein ATV? Dann würde ich das gerne haben. Hier sind auf jeden Fall noch zwei Landfahrzeug. Wir laufen mal ein bisschen in die Richtung da. Da oben gibt es auf jeden Fall bessere Autos und auch schon ein Jeep wäre mir lieber als diese Rostlaube, die wir im Moment fahren. Achso. Was ist das hier eigentlich? Das würde ich gerne mal sehen. Wir fliegen gleich, glaube ich, mal mit dem Gleiter rum. Was ist das hier genau? Hier steht bei, dass das irgendwie so mit Health ist.